Ja, hallo Tacho, auch willkommen zu Alien Barbecue. Dieses Video wird besonders die Besitzer eines Burnhard, Big Freds und Fat Freds freuen, denn Spin it Baby, sie ist da. Die Rotisserie von Burnhard für unsere super Gasgrills. Ich habe sie da, ich habe sie auseinandergebaut, nein, zusammengebaut und ich stelle sie euch heute vor. In der unscheinbar kleinen, aber hübschen Verpackung befindet sich alles, was ihr braucht. Ihr habt den Motor, ihr habt die Stangen, ihr habt Befestigungen, den Griff, ein Gewicht, ein ich weiß nicht was alles. Und das Besondere, auch Halterungen für Besitzer eines Drittanbietergrills. Der Zusammenbau völlig einfach. Was im ersten Moment komisch ist, die lange Stange, also der Spieß der Rotisserie, ist dreigeteilt. Normalerweise ist das immer ein Stück. Hier haben wir den Vorteil, wir können gleich, werdet ihr sehen, in der Länge variieren und zum Reinigen schieben wir das Ding auseinandergebaut einfach in die Spülmaschine. Also völlig easy. Zusammengeschraubt werden die Spieße ganz einfach mit dem Gewinde. Am Ende kommt dann das Gegengewicht dran, das Griffstück kommt dran, die Gabeln schieben wir drauf und das hier, dieses kleine Stückchen, ist die Verlängerung, die eingesetzt wird, wenn ihr einen Fat Fred habt. Für den Big Fred reicht die normalen beiden Stangen, für den Fat Fred das Verlängerungsstück einschrauben und schon seid ihr bereit. So, draußen angekommen müssen wir natürlich am Grill auch noch was machen. Wir haben da die Schrauben mit Flügelmuttern, wir haben die Halterung für den Motor und einmal für den Spieß selber, den Motor an sich, und da hinten diese schwarzen Teile, das sind die Befestigungen oder Halterungen für Grills anderer Hersteller. Das hier ist das Teil für die Motoraufnahme. Da kommen einfach nur die beiden Schrauben rein, und wen es bis heute gewundert hat, warum der Grill links und rechts so zwei vorgefertigte Löcher hat, jetzt wisst ihr, warum die da sind, nämlich für die Halterung für die Rotisserie. Auch völlig einfach, Schrauben durchs Loch gesteckt, passt hundertprozentig. Auf der anderen Seite, ja, ich ziehe das jetzt erstmal nur handfest an, das werde ich später noch ein bisschen fester machen, aber würde auch so schon reichen, ist bombenfest. Da haben wir das, da ist der Motor, und auf der Motorrückseite seht ihr hier da und auf der anderen Seite auch dort, da hat man ja so Schienen, und damit wird das Gerät, also der Motor, einfach aufgesteckt und sitzt bombenfest. Auf der gegenüberliegenden Seite machen wir genau das gleiche mit dem Gegenstück. Das ist die Aufnahme für den Spieß an sich. Also da kommt die Seite mit dem Griff am Spieß ran. Das ziehen wir auch mit den beiden Flügelmuttern fest. Ich, wie gesagt, handfest, und ja, dann war es das schon. Dann haben wir die schwierigen Arbeiten erledigt, und schwierig war es nun überhaupt nicht, und können den Spieß schon mal einsetzen. So sieht das aus. Da kommt der Spieß, den stecke ich in den Motor und lege ihn hinten auf. So, und da seht ihr die Aufnahme für dieses Teilchen. Darum habe ich das auch nur handfest gemacht. Das löse ich nochmal, schiebe es ein Stück zurück, damit es dort genau aufliegt. Und somit dreht der Spieß einwandfrei, ohne zu ruckeln und zu zuckeln. Dafür ist nämlich dieses aufgefräste Teil da. Ja, und im Prinzip können wir jetzt loslegen. Wie ihr seht, die Rotisserie dreht sich. Die Rotisserie für Burnhard, für den Big Fred und den Fat Fred. Ja, und wenn ihr die Drehrichtung vom Spieß einmal ändern wollt, zweimal nacheinander kurz den Schalter betätigen und das Ganze geht rückwärts. Da ist sie endlich, die lang ersehnte Rotisserie von Burnhard. Original, stabil und ziemlich cool. Und ihr habt gesehen, wenn ihr den Big Fred habt, Big Fred Deluxe, so wie meinen hier, dann passt die mit den zwei langen Stangen. Habt ihr einen Fat Fred, kommt die kleine Verlängerung dazwischen und ihr seid sicher. Und für alle Drittanbieter von Gasgrills oder Grills, wo eine Rotisserie hinein muss, da gibt es dann noch diese schwarzen universellen Verbinder oder Befestigungen. Okay, schnell noch bestellen, es ist fast Weihnachten. Wenn nicht, Gutschein für nächstes Jahr. Oder vielleicht hat jemand im Januar Geburtstag. Okay, wir sehen uns. Bis dahin. Wird ein bisschen kühl, ich gehe wieder rein. Achso, was wir da demnächst drauf machen? Ja, lasst euch mal überraschen. Auf jeden Fall etwas am Drehspieß. Bis dahin, euer Jelly. Und wenn der Weihnachtsmann und das Christkind es leider nicht mehr schaffen, rechtzeitig zu Weihnachten diese tolle Rotisserie zu senden, hoffe ich doch, dass ich euch eine Freude machen konnte, zumindest für all diejenigen, die auf diese wunderbare Rotisserie gewartet haben. Also, Link zu der Rotisserie unten in der Videobeschreibung, und ansonsten danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal, euer Jelly.